Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Vielleicht erinnert ihr euch noch an mein Einhorn in der Flasche. Das habe ich vor kurzem hier in diese Flasche reingelegt und Wasser drauf gegeben und dann ist das gewachsen. Eigentlich sollte es 6-mal so groß werden, es war am Anfang ungefähr so. Also 6-mal so groß ist es nicht geworden und ich habe euch auch schon gezeigt, wie das aussieht. Aber ich habe es jetzt einfach noch ein bisschen länger da drin gelassen, ungefähr jetzt schon 2 Wochen. Und es ist nicht mehr weiter gewachsen, aber man sieht, da sind so Risse entstanden. Und die Beine sind total klein und kurz. Und das Gesicht und das Einhorn ist auch total klein. Und der Körper ist relativ dick, aber viel dicker geworden ist der nicht mehr. Ich habe mir aber überlegt, ich werde das Einhorn jetzt da rausholen. Deswegen habe ich hier schon eine Schüssel. Und ich werde jetzt einfach das Ganze öffnen und das Wasser da rausschütten und mal schauen, ob ich das Einhorn auch rauskriege. Die Flasche kann man ja einfach öffnen, indem man hier oben diese beiden Metallclips dann abnimmt und den Deckel abnimmt. Ui, boah, na super, Wasser ist schon mal rausgekommen. Und ich schütte das Wasser hier rein. Und das Einhorn ist noch hier drin. Irgendwie sieht es jetzt auch gleich wieder ein bisschen kleiner aus, habe ich das Gefühl. Im Wasser sieht es irgendwie größer aus. Leider steckt das da fest. Ich kriege das, glaube ich, dann nicht raus. Das fühlt sich glibberig an. Wenn man hier das so anfühlt, fühlt sich das so ganz schleimig an. Wie kriege ich das denn? Das ist auch wirklich sehr, sehr glibberig, das Einhorn. Ich versuche es mal da rauszuziehen. Nee. Das steckt fest. Ich glaube, dann lasse ich es einfach in der Flasche und vielleicht wird es dann ja in der Flasche wieder klein und dann kann ich es hinterher da rausschütten. Also hier oben, die Öffnung ist ja gar nicht so klein. Es muss nur ein bisschen schrumpfen und ich glaube, sobald das eben nicht mehr im Wasser ist, sondern wieder an der Luft ist, fängt das an zu trocknen und wie ein Schwamm wird das dann einfach auch wieder ein bisschen trockener und härter und dann ist es auch wieder kleiner. Ein Versuch war es wert. Ich hätte es sehr, sehr gerne da rausgeholt, aber wenn es feststeckt, ich will es natürlich auch nicht kaputt machen, wenn ich jetzt zu kräftig daran ziehe, nicht, dass noch der Kopf abreißt. Deswegen lasse ich das jetzt einfach so. Wir können ja mal das Wasser uns ansehen. Das Wasser ist, ja, fühlt sich so ein bisschen schmierig an, ein bisschen glibberig. Die Hände sieht man auch. Das sind so ganz kleine Partikelchen, die sich wahrscheinlich von dem Einhorn abgelöst haben. Ja, war ein Versuch, war es wert. Ich wollte das Einhorn aus der Flasche befreien. Aber wir schauen einfach mal, was sich da jetzt sonst so ergibt. Vielleicht ist ja das Einhorn schon morgen oder übermorgen klein geworden. Dann werde ich euch das auf jeden Fall nochmal in einem Video zeigen. Für heute war es das erstmal. Bis zum nächsten Mal. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und tschüss!